Nee, wir haben Anschlusstermin, es geht zum Grillen. Aha. Wir sind beide überzeugte Herren am Grill. Auf jeden Fall. Nach was trachtest du, was würdest du jetzt freuen, wenn es jetzt zum Grillen gäbe? Einen guten deutschen Film. Gibt es einen Film, in dem gut gegrillt wird? Nee, aber ich kenne viele Bücher, in denen gut gegessen wird. Nämlich die Bücher von Walter Mörs. Ja, muss man jetzt einfach mal sagen. Da wird gut gegessen. Da spielt Essen tatsächlich immer eine sehr wichtige Rolle. Ja, auch. Ich glaube, Walter Mörs ist deshalb so öffentlichkeitsscheu, weil er 300 Kilo wiegt. Und auf seinem Wohnzimmer sitzt und blubbert. Ja, genau. Vor sich hin blubbert. Mhm. Nee, ansonsten, mein Lieblingsgericht beim Grillen wäre wahrscheinlich die klassische Grillfackel. Ja. Okay. Aus Fleisch. Die Grillfackel aus Fleisch. Was ich immer nie gepackt habe, waren immer diese Schnecken. Ja, das meine ich total ja. Eklig. Ja, ich auch. Eigentlich finde ich es auch total eklig. Aber dieses Abstoßen zieht mich auch irgendwie wieder an. Nein, ich mag die klassische Bratwurst. Ja. Die klassische Bratwurst auf dem Grill. Ältrige in der Hüsen zum Beispiel. Bitte? Das war bayerisch, liebe Kinder. Das war österreichisch. Der Käse, also eine mit Käse gefüllte Wurst. Ist das ekelig. Heißt im Österreichischen passenderweise Ältrige in der Hüsen. Weil man reichlich einfach der Eiter rauskommt. Das ist sehr, sehr eklig. Ich finde auch gut, dass ein Name von einem Produkt das nicht besser macht. Sondern einfach nur nehmen wir es, wie es ist. Das stimmt. Aber es ist einer meiner großen Favoriten. Aber wenn ich wählen dürfte, ich würde... Blaue Zipfel fällt mir da ein bei einem Produkt, das es nicht besser macht. Da ist auch die Zipfel. Aber blauer Zipfel, das kannst du doch nichts gegen sagen, oder? Blauer Zipfel? Nee, finde ich, kann ich schon was dagegen sagen. Okay. Ich glaube, bei mir wäre es der klassische Grillkäse, der so quietscht, wenn man ihn aufschneidet. Das sind ja, du bist kein Käsefreund. Nein, aber das sind ja die pursten Instant-Essen. Da ist ja nichts irgendwie natürlich. So ein Grillkäse, mag ich nicht. Mag ich wirklich nicht. Was ich früher immer mal gemocht habe, habe ich aber schon sehr lange nicht mehr gegessen, sind diese Bauchfleischscheiben. Kennst du die? Mit diesem Knorpel. Das ist ein Knorpel. Und der schmeckt richtig gut. Voll Knorpel. Also die sind so gemustert. Die haben oben haben die so eine Kruste. Und dann kommen zwei so Scheiben Fleisch. Getrennt durch so ganz dicke Fettringe. Und ein Knorpel ist da noch. Und manchmal ist auch noch ein kleiner Knochen unten dran. Den kann man nicht mitessen. Aber den Knorpel kann man mitessen. Der ist gut. Aber ich finde es gut. Ja, ich hab's jetzt. Ja, wer drauf steht, also es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel Augen essen, zum Beispiel, da sind drauf rumknacken. Aber mir fällt gerade ein, es wird heute überhaupt nicht gegrillt.